Kennst du das Problem auch, dass dir dein Ellenbogen wehtut, innen oder außen? Je nachdem wird es Tennis- oder Golferellenbogen genannt. Aber was du tun kannst und warum das teilweise echt langwierig ist, wenn du nicht die richtigen Übungen machst, das verrate ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, Erik Strupert. Ich bin ganzheitlicher Coach und Mentor für Menschen mit chronischen Schmerzen und helfe ihnen wieder, das Leben in vollen Zügen genießen zu können und einfach wieder frei zu sein, weil Schmerz dafür sorgt, dass wir uns eingeengt fühlen und teilweise nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Und das gilt auch für Ellenbogenschmerzen. Und mein Kameramann, der Michael, der ist heute mal vor der Kamera. Ausnahmsweise nicht da hinten, sondern auch hier vorne. Recht ungewohnt, Richtig. aber ja. Erzähl mal warum. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, seit 6 Wochen einen Tennis- und einen Golferarm. Also wirklich beides gleichzeitig. Und ja, eine dezente Überbelastung im Biergarten tatsächlich. Ich habe Maßkrüge geschleppt, ganz blöde Geschichte. Ich dachte mir, es ist überhaupt nichts Großes. Aber jetzt begleitet mich das seit über 6 Wochen und irgendwas muss ich tun. Wo genau hast du Schmerz? Ist eigentlich relativ einfach. Also sobald ich den Arm strecke und eine Belastung von oben kommt, dann zieht es sofort hier oben rein. Es geht hier in den Bizeps und unten genauso. Okay, mach mal so. Ich habe hier eine Wasserflasche, ganz zufällig. Nimm die mal in die Hand. Kommt dann der Schmerz? Ja, das merke ich Sofort. Wo schon. genau ist der? Hier unten. Okay. Hier oben zieht es rüber. Und Schmerzskala 1 bis 10. 10 ist der maximale Schmerz. Wie stark ist es gerade? Jetzt bei den Liter oder was das ist, ist es vielleicht eine 2. Okay, wenn es mehr wäre, also wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Druck drauf Dann gebe, geht es sofort nach oben. in eine. Vielleicht eine 4. Okay. Also, wir haben jetzt Schmerz sofort provozierbar von 2. Wenn ich ein bisschen Druck drauf gebe, also mehr als 1 Liter, wird es eine 4, vielleicht sogar eine 5. Das Ding ist okay, wenn ich dich anfasse? Klar. Wir denken ja beim Ellenbogen als Laie ganz oft daran, ja, okay, das muss ja dann irgendwo hier liegen. Was du vielleicht schon im Video gesehen hast, seine Extensoren und Flexoren des Armes, des Unterarms, spannen sich sofort an. Aber was viel interessanter ist, achte mal auf seine Schulter. Wenn er den Arm anhebt, zieht sich seine Schulter sofort hier ein bisschen raus. Was dann passiert, ist, dass der Körper ein Stabilitätsproblem hat und somit ein Schmerz entstehen kann, weil hier eine Überbelastung passiert. Aber die Ursache ist gar nicht hier, sondern da. Und das werden wir uns mal angucken. Ich gehe jetzt mal hinter dich, um mal kurz was mit dir zu machen. Tausche mal kurz die Seiten. Du stehst mal ganz entspannt. Ich benutze jetzt zwei Finger, um bestimmte Muskeln bei ihm im Körper ganz kurz mal zu aktivieren. Und wir gucken mal, was passiert. Also ich drücke die mal nur rein. Wir machen mal nur die rechte Seite, die ja Schmerz hat. Und du drückst mal meine Finger aus deinem Körper raus. Yes. Locker. Nochmal. Und rausdrücken. Sehr gut. Nochmal. Und rausdrücken. Halten für 10, 9, richtig gegendrücken. 8, atmen dabei. 7, 6, 5, 4. Das ist übrigens ganz wichtig, dass der Kunde immer atmet. Oder jeder. 3, 2, 1. Und locker. Okay. Macht's. Na, wir tauschen wieder. Das ist einfacher. Streck den rechten Arm nochmal aus. Wie ist es jetzt? Ganz gut, Du merkst ja nichts. Halt mal fest. viel besser. Ist Was? weg. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich vorher noch Schmerzen hatte, wüsste Okay, wir geben mal ein bisschen Druck drauf. ich. Kommt leicht. Aber ist schon besser. Okay. Ich verrate euch gleich, was ich gemacht habe. Das ist jetzt nicht gestellt. Vielleicht habt ihr es an der Reaktion gesehen. Er wusste selber nicht, was passiert. Zweite Sache, die wir machen, wir tauschen wieder. Ist hier total interaktiv. Dreh dich nochmal andersrum. Ein Muskel, locker. Ein Muskel, hier. Anderer. Muss ich mal gerade dein Schulterblatt abtesten? Hier. Okay, jetzt drückst du einfach mal dein Schulterblatt hier gegen meine Finger. Genau, und Kommt hältst so hier. raus. Genau. Für 10, 9, noch mehr, geht noch mehr. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Und nochmal. Und dann nach unten drücken. Genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja, 4,
3, yes, 2, 1, sehr gut. Das sind einfach nur kleine neuromuskuläre Tricks, womit das Gehirn wieder realisiert, ach, da sind Muskeln, die ich vielleicht benutzen könnte. Mhm. Wieder der Test. Jetzt merke ich es gerade wieder ein bisschen mehr. Okay. Wie zuvor. Heißt für mich, alles klar, Test 1 hat was gebracht, Test 2 macht es wieder, ich will nicht sagen schlimmer, aber genauso wie vorher. Was haben wir gemacht? Beim ersten haben wir den Latissimus aktiviert und kurz getriggert, dass der Körper weiß, ah, okay, da ist was. Und Test 2 waren die Rhomboideen. So gut es geht, die liegen relativ tief. Heißt, es geht vor allem um die Stabilität, dass die Schulter sich nach unten ziehen darf. Und jetzt werde ich dir 3 Übungen, denke ich mal, werden wir machen, zeigen. Dafür gehen wir gleich runter auf die Matte. Ein paar davon, 1 oder 2, werden sein, wo wir die Strukturen hier entspannen. Das kennt ihr schon von anderen Videos mit dem Lacrosseball. Das heißt, streckt mal den Arm aus. Ich werde dem Michael eine Übung zeigen, wie er hier die Strukturen entspannen kann. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Mhm. Wie eine Triggerpunktbehandlung oder eine Massage. Und dann eine Übung, wo er lernt, dieses System hier zu stabilisieren, dass sein Körper keinen Grund mehr hat, die Unterarme und somit den Ellenbogenmuskulatur zu sehr anzuspannen und so das Ganze heilen kann. Also, wir sehen uns gleich unten auf der Matte. Viel Spaß! Da sind wir auch schon auf dem Boden angekommen. Wir werden 3 Übungen machen und vielleicht zeige ich dir noch eine mit einem Flossband. Nein, ich zeige sie dir auf jeden Fall. Flossband ist das hier. Wenn du das nicht kennst, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Übung 1 ist mit dem Lacrosseball hier, den Unterarm mal zu lösen und die Verspannungen da. Mach mal. Du gehst, kniest dich entspannt hin, gehst mit dem Unterarm auf den Ball, sehr gut, nimmst mit dem anderen Arm Druck da drauf und dann suchst du langsam einen Punkt, der unangenehm ist. Und auf dem bleibst du und beginnst so ein bisschen die Hand mal zu bewegen, zu kreisen, zu strecken. Sehr gut. Und das machst du ungefähr 2 Minuten. Michael macht das jetzt mal so eine, dass wir gleich auch einen Effekt spüren. Und dabei atmest du ganz tief und entspannt. Was dann natürlich passiert, ist, dass durch den Druck im Ball, wie wenn der Physiotherapeut es mit dem Daumen machen würde, im neuronalen Netzwerk deines Körpers geht ein Reiz ins Gehirn und der sagt, okay, Unterarm entspannen. Damit können sich Verklebungen im Fasziengewebe lösen, alte Flüssigkeit, also Lymphflüssigkeit, kann ausfließen, neue rein und somit alle Reaktionen, die zu Schmerz geführt haben, dürfen nachlassen. Und dein Körper lernt wieder, okay, Ellenbogen strecken, stabilisieren, geht, kann ich machen, darf ich machen. Noch 20 Sekunden. Wenn du so einen Ball hast und unter Golfer Ellenbogen ist übrigens innen und Tennis-Ellenbogen ist außen der Schmerz, nur dass du da mal Bescheid weißt, aber letztendlich ist das gar nicht so relevant. Das ist nur ein Name, der irgendwann mal geprägt worden ist. So, einmal lösen. Sehr gut. Streck schon mal direkt aus. Wie hat sich das jetzt angefühlt für dich, die Übung? Zwischenzeitlich ziemlich schmerzhaft, aber da muss man durch. Okay. Weil im Endeffekt ist ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Sixpack Wasser hochhebe, ist es ja auch schmerzhaft. Also ja. Ich will es ja wieder loswerden. Wie ist es jetzt? Also ich merke, da ist was passiert. Ja. Aber hier oben merke ich es jetzt noch krass. Mhm. Da haben wir gerade auch noch nichts gemacht. Das ist jetzt völlig normal, dass er das währenddessen den Schmerz spürt. Klar, du gibst Druck auf die Stelle. Das darf auch sein. Bedenke dir, während du die Übung machst, die Schmerzskala maximal eine 7 von Schmerz von 10. Und da dann entspannt einatmen und einsinken. Ungefähr 2 bis 3 Minuten solltest du dir schon Zeit nehmen. Übung 2. Dafür leg dich mal auf den Bauch. Sehr gut. Stirn ablegen, ganz entspannt, dass die Wirbelsäule lang ist. Sehr gut. Fäuste aufstellen, noch näher zum Körper. Dass die Ellenbogen hier Richtung Decke zeigen. Und dann ziehst du deine Ellenbogen nach hinten in Richtung Po und dann nach oben, wie du schon machst, sehr gut in Richtung Decke. Und davon machen wir jetzt mal 5 Wiederholungen, immer mit 10 Sekunden halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Und wieder. Du siehst hier auch schön an seinem T-Shirt, wie sich der Rücken, die ganze Rückenmuskulatur, die hintere Kette
anspannt, also die hintere Armlinie, blende ich die hier mal ein und dann wieder locker. Sehr gut. Noch dreimal anheben. Genau, auch die Schultern ruhig nach hinten in Richtung Po, dass du wirklich hier Kraft reinbringst. Hintere Armlehne habe ich eben schon erwähnt. 4, 3, 2, 1 und locker. Noch zweimal. Ellenbogen bleiben schön, Ellenbogen, gar nicht so leicht das Wort, bleiben schön eng am Körper. Und du merkst es vielleicht schon, Michael, ist anstrengend, oder? Mhm. Kraft kommt hier rein. Spürst du das in den Schultern? Ja, schon. 4, 3, 2, 1 und locker. Und ihr könnt euch vorstellen, ihr zerquetscht hier, letztes Mal, an der Wirbelsäule, zwischen den Schulterblättern, einen Apfel oder, weiß ich nicht, irgendwas, eine Dose, die ihr euch vorstellt und die wollt ihr zerdrücken. Oder Schulterblätter küssen sich, kann man auch sagen. Noch 4, 3, 2, 1 und locker. Und als letzte Übung kommst du bitte noch in einen Vierfüßlerstand. So, und was wir erlernen wollen, ist, dass die Schulter sich wieder stabilisieren kann. Liegestützposition würde auch gehen, wäre schwieriger. Wir machen es jetzt aber in einem Vierfüßlerstand. Hände aufsetzen, sehr gut. So ein bisschen festkrallen und dann aus der Schulter heraus, Arme bleiben gerade, aus der Schulter heraus die Ellenbogen verschrauben. Sehr gut. Und jetzt ist er automatisch hier stabiler. Und dann leichtes Doppelkinn, genau, ne, andersrum. Yep. Und jetzt in die Schulter reinfallen lassen und dann rausdrücken. Und die Arme bleiben gestreckt. Machst du auch mal 10 Stück. Und du siehst hier, wie die Schulter schön anfängt zu arbeiten und das auch lernt. Immer Ellenbogen verschraubt. Sehr gut. 8. Super sieht es aus. 7. Sehr gut. 6. Und so bekommt das System des Arms wieder Sicherheit und Kontrolle. 5, jawohl, langsam und kontrolliert. Du merkst auch hier, er schafft es immer mehr, die Schulter aufzudrehen. 4, richtig rausdrücken, richtig reinfallen lassen, genau. Immer ganze Bewegung ausnutzen, Ellbogen gestreckt. 3, super. 2, jawohl. Vielleicht siehst du es auch, so ein bisschen ist er schon am Zittern, sein Körper arbeitet. Einen letzten, last one, best one. Und sehr gut, entspannt hinsetzen, kurz mal lockern und dann fühl mal rein. Fühlt sich ganz gut an. So. Streck mal aus. Wie ist es, wenn du es ausstreckst? Gut. Okay, ausstrecken gegen Druck. Wie ist es jetzt? Viel besser. Schmerz von? Und gerade nur noch hier oben. Ganz hier oben leicht. Ist gerade ganz weg. Perfekt. Und das mit nur, ihr habt ja mitgeguckt, vielleicht 3 Minuten. Wenn ihr das jetzt täglich macht, wird es wahrscheinlich für immer verschwinden. Aber ich habe dir ja noch einen Geheimtipp versprochen. Das ist ein Flossingband, auch für dich. Was wir damit machen, ist dasselbe wie mit dem Lacrosse-Ball, nur doch ein bisschen anders. Und zwar flossen wir das Gewebe und geben ihm dann mal Platz, dass die ganze Flüssigkeit auswringen kann, der Blutfluss neu angeregt wird und Diffusion, also Flüssigkeitsaustausch, entsteht. Und somit der Schmerzspeicher hier sich auflösen kann und das Ganze verschwinden kann. Wir werden das jetzt einmal machen. In meinen Coachings mache ich das meistens 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander. Bei Bewegung auch. Du kannst dir auch so ein Flossingband selber kaufen. Und das hilft einfach, um das wirklich, das Symptom zu heilen und danach die Ursache anzugehen, dass er bei ihm die Schulter ist. Also streck mal den Arm aus. Das ist übrigens nur so ein Gummiband. Mhm. Wichtig, ihr habt es ja gesehen, so rum würde ich jetzt eine Innenrotation wickeln. Ich will aber eine Außenrotation. Also wirklich so rum. Zieh mal die Schulter auch ein bisschen nach hinten. Genau, und dann so rum drehen. Jawohl. Da will ich hin, da wickle ich auch hin. Zack. Ich lege einen Anker. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie das mit dem Flossing funktioniert oder so, schreibt ihr mir einfach mal. Und du sagst mal, wie sich das anfühlt. Witzig. Oberflächlich zieht es ganz schön in eine Richtung. Zack. Zack. So, ich nehme hier das Gelenk tatsächlich mit, aber mit weniger Zug. Und dann nehme ich natürlich auch den Trizeps mit. Weil der kann bei solchen Ellenbogengeschichten auch immer mal wieder eine Rolle spielen. Vielleicht mache ich dazu ja auch nochmal irgendwann ein Video, weil darauf sind wir jetzt gar nicht so sehr eingegangen.
So, jetzt gib mir mal den Arm, locker. Wenn du das zu Hause machst, alleine, dann schnapp dir eine zweite Person oder kannst du den Ball dazu nutzen. Ich mache das jetzt mal selber. So, und das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen unangenehm, gell? Was ich hier auch fühle, sind die Verhärtungen, die sind wirklich fühlbar. Und jetzt lösen wir die so ein bisschen. Immer darauf achten, dass die Hand hier natürlich, die abgebunden ist, die verfärbt sich dann natürlich langsam, dass der natürlich nichts passiert. Zwei, drei. Wenn sie blau wird, vielleicht aufhören. Viel, viel früher am besten. 2-3 Minuten lässt du das nur dran, wenn überhaupt. Hier ist gar nicht so viel. Wie ist der? Geht. Okay. Aber schon da unten. Ja. Der Punkt hier ist schön fest, richtig schön angespannt und den wollen wir natürlich lösen. Krass, das merke ich voll. Gehen wir jetzt mal richtig rein. Das kann der Körper auch ruhig ab. Also gerade so hier der Bereich, der kann deutlich mehr aushalten, als wenn wir näher in Richtung Wirbelsäule gehen würden. Da nicht so viel Zug und nicht so viel Druck vor allem auch. So, was wir natürlich hier durchmachen ist, wir regen den Stoffwechsel an, dass hier alles, aller Mist, der drin ist, rausfließen kann und so die Heilung stattfinden kann und Verklebungen im Fasziengewebe sich wieder auflösen. So, Arm lang lassen. Das Schöne am Flossingband ist immer das Abmachen. Das geht nämlich immer ganz schnell. Autsch. So, jetzt wollte ich im Bild bleiben, hat mich kurz selbst vom Flossingband geschlagen, aber nicht schlecht. Ich wickel mal auf und du testest mal für dich. Jetzt wird der Arm schön rot. Mhm. Man merkt gerade, wie das Blut sich verteilt. Sehr gut. Interessant. Ich habe es auch noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Fühlt sich gut an. Beschreib mal Gefühl jetzt im Vergleich zu vorher. So ein bisschen. Wer kennt es noch früher aus dem Kindergarten, wenn jemand Brennnesselballen gemacht hat? Geht so in die ähnliche Richtung. Ähnliches Gefühl, ja. Nur, dass es dann noch ziemlich durchgeknetet wird. Ja. Erstmal sehr positiv. Streck mal aus. Dagegen halten. Viel besser. Das auch wenn ich mehr Druck gebe. Noch ein bisschen, aber viel besser. Eben bei Druck eine 4 bis 5. Jetzt bei Druck eine 1. Ja. Behandlungszeit circa 20 Minuten. Ich würde jetzt wahrscheinlich noch 2-3 Mal wickeln und die Übungen ein bisschen länger machen. Aber für dich heißt es zu Hause durchführen, täglich absolvieren und du wirst sehen, und das kriegt auch Michael von mir als Hausaufgabe, dass der Schmerz verschwindet und dann weg ist. Ich werde es ausprobieren. Ich bin jetzt schon begeistert. Das ist sehr gut. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentier gern mal, wie du das fandest. Auch abonnieren, sehr gut. Auch, dass wir zu zweit mal hier waren, dann mache ich das vielleicht öfter. Mit einem Kunden oder einem Menschen, der einen Schmerz hat, vor der Kamera. Ansonsten melde dich gern bei mir, wenn du Fragen hast, unter erikstrupert.com/kontakt. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir beide haben das Feierabend. Genau. Sehr gut. Haut rein, ganz liebe Grüße, improve your health, dein Erik. Und Michi heute.